Ich hab's dir viel zu lange angesehen. Prima ging im Handumdrehen 2007 und der Lauch ging einen anderen Weg. Oftmals probiert, er hat die Opfer studiert, so oft teilgenommen und dann trotzdem verlierend. Was ist los mit dir? 2008, der erste potenzielle Rapper, Alter, Spliff hat's geschafft. Auf einmal hat das VBT dann Aufmerksamkeit. Ein ganzes Land rennt los und kauft sich ein Mic. Jeder wollte Rapper sein, jeder macht auf Battle Rap. 2009, danach macht Kiko ein auf Männeres. 2010, das heftigste Highlight. Zeitgleich geb ich mir den Chin nur zum Breitsein. 2011, das Ende hat begonnen. Wär die Jury kompetent, hätte Weekend nicht gewonnen. 2012, Esther, soll das ein Scherz sein? Fällt dir nicht mehr ein? 2013, Spliff holte auf, Mann. Grüße an AT, ha, Grüße an den Hauptmann.